Hallo Leute, da bin ich wieder. Wir fliegen heute nach Mailand. Hier die ersten Bilder vom Flughafen Düsseldorf, damit die Planespotter auch noch etwas davon haben, wenn unter euch welche sind. Flughafen Düsseldorf hatte ich in den anderen Beiträgen ja schon mal erzählt, wie das alles so abläuft. Unser Flugzeug ist schon da, der weiße, der hier vorne direkt steht. Und schon sind wir auch schon über Düsseldorf. Der schöne Rhein mit seinen Bögen, könnt ihr sehen. Immer ein Erlebnis, einmal Düsseldorf von oben zu sehen. Es ist nicht allzu weit, 1 Stunde 15 Minuten braucht man normalerweise. Aber schaut mal, wie das da aussieht. Wir sind jetzt, glaube ich, über den Alpen, über den Bergen, da noch, wo Schnee liegt. Schaut euch das mal an. Wirklich eine ganz, ganz andere Welt. Als die man kennt. Ja, und da haben wir auch schon Italien. Liegt direkt unter uns. Und dann ist auch nicht mehr ganz so weit. Dann werden wir in Bergamo landen. Ja, schaut euch das nochmal alles an. Genießt es. Ganz selten, dass man mal Italien so von oben sieht. Ich habe versucht, diese Aufnahmen für euch zu machen. Hoffentlich gefällt euch das. Mal schauen. Wirklich toll. So, der Captain setzt schon zur Landung an und es geht dann gleich runter. Die Landung. Jawohl, da geht es jetzt runter. Immer ein Erlebnis, Leute. Wirklich immer ein Erlebnis. Und sicher gelandet. Super schön. Wirklich super. Jetzt noch so langsam hinrollen, da wo man zugewiesen wird. Unter anderem sind hier ganz viele Ryanair Flugzeuge und auch andere Unternehmen. Lauda Reisen habe ich gerade schon entdeckt. Und ein sehr schöner kleiner Flughafen. Wie ihr sehen könnt, könnt ihr eure Baggage schon abholen. Aber da ich ja nichts habe, kann ich auch schon direkt weiterlaufen zum Zoll. Und dann bin ich draußen. Hoffentlich lassen die mich hier rein. So Leute, ich bin durch, aber ich habe keine Zollgrenze oder so nichts gehabt. Ich kann theoretisch so schon einfach rausgehen. Ist ein bisschen komisch. Bin mal gespannt, ob die tatsächlich nicht nach einem Ausweis oder so fragen. Bin ich mal gespannt. Ja, man kann tatsächlich rausgehen. Ich habe keinen Zoll oder irgendwie was gehabt, gar nichts. Ich bin jetzt hier draußen. So, jetzt muss ich mich mal selber orientieren, wie ich jetzt nach Mailand komme, in eine Stadt. Ist auf jeden Fall richtig warm. Hier sind auch ganz viele Busse. Ich muss mal gucken, wer wo was abfährt. Da sehe ich schon ein Busterminal nach Milano. Das kann sein. 13:58. Ja. Hier ist noch eins. Da bin ich mal gespannt. Die fahren, glaube ich, alle echt nach Milano. Muss man nur gucken, wo ich ein Ticket hernehme. Ja. So, Leute, das war gar nicht schwer. Für 12 Euro habe ich jetzt ein Ticket bekommen. Hier steht überall Milano, Milano und der fährt auch ganz genau Central to Milano. Wie ihr sehen könnt, der Flixbus MAN, der ist auch da. Wir kommen erstmal in eine Stadt, dann kann ich euch natürlich mehr zeigen. Ich sichere mir jetzt erstmal hier schnell einen Platz. Fahren wir hier mit dem schönen Iveco. Der andere Kollege, der ist schon voll und der hält auch am Bahnhof. So, jetzt gehe ich rein. So Leute, es geht los mit einem Travego. Überlandbus. Das fängt ja schon gut an.
hat er was vergessen. Ja, auf jeden Fall ist es schön warm hier. Ja, mal gucken, ob die Klima läuft. Also Leute, fahrgastfreundlich fährt der nicht. Der fährt in die Kurven wie eine gerichtete Sau. Ja, bin mal gespannt, was mich noch erwartet hier. Ja. Aber vielleicht muss er seine Zeit einholen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der fährt nicht gut. Hier können wir schon so ein bisschen gucken. Ja. Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich hab's geschafft. Ich bin hier in Mailand angekommen. Hinter mir könnt ihr schon den Bahnhof sehen und ganz viele Sehenswürdigkeiten. Alles direkt hier vor Ort. Das schauen wir uns natürlich alles an. Nach dem Intro. Auf geht's! So Leute, nach einer Fahrt so von einer Stunde seid ihr dann auch schon direkt hier am Bahnhof. Ja, wie ihr sehen könnt. Und dann müsst ihr euch selber mal orientieren, wie ihr von hier wieder dann wegkommt. So, ich orientiere mich erstmal auch selber. Ich wollte ja schon reingehen, aber etwas hat mich aufgehalten. Ich denke, wo ist denn das Ende von dem Gebäude? Der hat noch einen Eingang. Auch mit einer schönen Bahnhofsuhr. So wie es aussieht, hat er zwei Eingänge. Ja, so schaut das Teil aus. Wenn ihr rauskommt, habt ihr natürlich die Taxis direkt hier auf der Seite. Mit der Reihe kann sich dann jeder ein Taxi nehmen. Aber Linienbusse fahren hier direkt zentral wohl nicht ab. Ich weiß nicht, ob am anderen, auf der anderen Seite von dem Teil noch was ist. Und das sieht mir auch schon fast aus, dass es ein Kopfbahnhof ist. Ich habe noch nicht gegoogelt. Lassen wir uns mal gemeinsam reingehen und gemeinsam entdecken. Und genau das habe ich mir gedacht. Ohne Karte kommt man da nicht rein. Ja toll, oder? Ne, keiner hat eine Karte. Die gehen da rein. Das geht wohl von alleine auf. Dann geht es wohl auch von alleine wieder. Ich versuche auch mal mein Glück. Mal gucken, ob das klappt. So, ich habe sicherheitshalber nochmal gefragt. Man kann hier einfach so durchgehen. Ja, die geht auf. Und dann ist man schon an den Gleisen. Ganz nah, mit ganz vielen Menschen ist man dann hier. Und ich sehe schon, wartet, ich muss mich erstmal hier durchquälen. Das ist ein Kopfbahnhof, ist Leute. So Leute, wir simulieren wieder, weil ich jetzt ja hier im Bahnhof drin bin. Wenn ihr mal mit dem Zug gekommen seid, wohin ihr von hier aus kommen müsst. Ja, hier könnt ihr euch orientieren, wenn ihr Hunger habt. Da hinten könnt ihr euch für die Rückfahrt orientieren. Und dann natürlich, wo Exit steht, müsst ihr dann auch raus. Ich gucke jetzt mal selber, wo das ist, damit ich euch das auch zeigen kann. Es gibt so Gates, wie ihr sehen könnt. Wenn die grün sind, könnt ihr einfach durchgehen. Wenn die rot sind, dann nicht. Ne? Einfach mal durchgehen. Dann geht die Tür auf. Und dann seid ihr in der Vorhalle. Und dann könnt ihr euch dann entscheiden, wo ihr hin wollt. Meistens eigentlich immer geradeaus, kommt ihr schon direkt raus. Dieser Bahnhof hat bestimmt 10 Ausgänge. Ja, da müsst ihr mal gucken, ob ihr irgendwo ein Schild seht. Ja, hier sehe ich jetzt zum Beispiel Schilder. Ne, Terminal Bus, genau. Aber da müsst ihr aufpassen, dass ihr, wenn ihr mit einem Flugzeug zum Flughafen, die haben zwei Flughäfen. Malpensa, das ist nah, und eins Bergamo. Ne? Wenn ihr vielleicht noch mit dem Zug kommt und zurückfliegen wollt, dann eben halt gucken, wo fliegt euer Flieger ab. Und dann hier einfach mal runterlaufen und dann seid ihr auch schon in der Stadt, will ich jetzt nicht sagen. So weit war ich auch noch nicht. Aber da sind dann auch so Straßenbahnen, die auf euch warten. So Leute, ich bin jetzt da mal runtergelaufen und will euch mal zeigen, was sich jetzt in der Stadt sich befindet. Terminal Bus, das ist da, wo wir gerade waren. Uscita, also Ausgang, Exit. Und hier steht auch schon die erste Straßenbahn. Die Taxis stehen hier auch schon direkt bereit. Und dann schauen wir mal,
müssen wir uns mal orientieren. Wir waren in eine Stadt kommen und ich zu meinem Hotel. Wenn ihr mit schweren Koffer oder so gekommen seid zum Beispiel, stehen hier auch so ein paar Kofferträger. Die können euch dann bis zu dem Bus oder zum Taxi oder wo auch immer fünf Taschengeld euch hinbringen. Damit die Leute sich nicht vertun, haben die auf der rechten Seite hier Airport Malpensa gemacht. Ne? Das kommt ja ganz schnell vor, wenn man das nicht liest, auch schnell einen Bus den nehmen. Und auf der anderen Seite von dem Gebäude, da war dann ja für Bergamo. Ich mache mal wieder meinen Regieassistenten, damit ihr auch wieder sehen könnt, was ich sehe. Ich bin noch nicht weit gekommen, da fiel mir das ein mit dem Regieassistenten, weil heute richtig schönes Wetter ist und weil ich heute auch so schön aussehe. Nein, Quatsch. Ich wollte euch hier die Kulisse nochmal von der Seite, von der Ferne zeigen, damit ihr mal... Ich lasse natürlich auch so ein KI laufen oder vielleicht habe ich das auch schon am Anfang gemacht. Muss ich mal gucken, wenn ich das bearbeite alles, dass ihr wisst, wann dieses Prachtexemplar hier auch gebaut wurde und so. Ja, wirklich toll. Wenn ihr dann in der Stadt zu Fuß wollt, könnt ihr das natürlich erkunden. Wenn ihr dann Durst haben solltet, könnt ihr dann hier auch natürlich Wasser trinken. Touristeninformationen oder wo ihr am besten so euch hinbegeben könnt, haben die natürlich hier auch. Heute ist Sonntag, heute ist glaube ich zu. Aber hier habt ihr auch den Milan City Tours. Vielleicht, weil ich ja noch nie mit so einem Ding mal gefahren bin, das wäre doch mal interessant, den mal zu fahren, um euch mal alles zu zeigen. Da brauche ich alles nicht laufen. Der fährt ja die ganzen Sehenswürdigkeiten an, Leute. Mal gucken, vielleicht schaffe ich das heute nicht mehr, aber vielleicht morgen. Auf dem Weg zum Hotel zeige ich euch mal so ein paar Häuser. Auch wieder alt, daneben wieder neu und dazwischen ganz alt. Wie ihr sehen könnt, müssten noch 600 Meter zu Fuß sein. Dann müsste ich eigentlich am Hotel sein. Ist nicht weit vom Bahnhof entfernt. Ich suche mir das immer so aus, dass man fußläufig doch zum Bahnhof vom Hotel aus und zentral eben halt liegt. Da kann man ja drauf achten, wenn man jetzt ins Zentrum 8-9 Kilometer hat, ist klar, das sind auch wieder Unkosten, die ihr dann bezahlen müsst. Aber so fußläufig ist man sofort da. Da kann man sich erkundigen, ausruhen und dann abends wieder lostigern, was ich auch gleich noch alles machen werde. Und dazwischen hat man auf einmal wie so eine Plantage so auf den Balkons oder oben auf der Terrasse. Schöne Blumen, damit da ein bisschen grün aussieht. Wirklich toll. Und hier auch wieder so ganz alte Wohnungen. Jetzt müsste hier so ein Kreisverkehr kommen. Stimmt. Und dann so schräg rechts. Die erste oder die zweite? Jetzt mal gucken. Irgendwie habe ich das im Internet noch im Kopf. Und dann müsste das Hotel zu sehen sein eigentlich. Für 35 Euro habe ich eine Übernachtung gebucht. Da gibt es auch Kebab und sowas alles. Also verhungern werde ich auch nicht. Heute ist wie gesagt Sonntag. Ist noch nicht allzu viel los. Zum Essen, Trinken habe ich genug. Ja, dann ist es da hinten rechts. Mal gucken. Irgendwo ist auf jeden Fall gleich das Hotel. Wie gesagt, Leute, heutzutage verläuft man sich eigentlich nicht. Wenn man Internet hat, Google hat, ansonsten alles ausdrucken. So, Hotel habe ich gefunden. Jetzt muss ich nur noch einchecken. Und wenn das alles klappt, ja, dann haben wir erstmal richtig Zeit, alles aufzunehmen. Wichtig ist erst Unterkunft. Mal gucken, ob es das hier überhaupt ist. So Leute, ich bin hochgelaufen, obwohl ein Aufzug ist. Dritte Etage, was sagte der? Round number two. Da bin ich mal gespannt. So, ich bin selber gespannt. Ich bin jetzt das erste Mal mit euch selbst hier drin. Ja, für 34 Euro Big King Size Bett. Alles gut.
Und was haben wir hier noch? Ja, Badezimmer, Dusche. Was will man mehr, Leute? So, jetzt mal frisch machen und dann ab nach draußen in the City. Von der Unterkunft nur 5 Minuten zu Fuß ist man dann an der Metro und dann kann man auch schon zum Mailänder Dom, was unsere erste Station dann ist für heute, und dann schauen wir mal weiter, wie weit ich komme. Und morgen habe ich vor, wenn das klappt, mit dem Hop and Oft Sightseeing Bus, der fährt ja fast alle Sehenswürdigkeiten an. Wenn man zu wenig Zeit hat, um alles sich anzuschauen, kann man das machen. Das ist jetzt die Hauptstraße hier. Im Prinzip ist das auch nicht weit weg vom Bahnhof. Kann man eigentlich auch alles fußläufig machen. Aber ich fahre mal mit der Metro. Seht ihr, gar nicht weit gelaufen. Das M-Zeichen für Metro. Man kann dann von der Seite oder auch von der anderen Seite rüberlaufen. Was wir jetzt gemeinsam auch machen. Also Leute, hier an so einer Maschine, da könnt ihr eure Tickets rausholen. 90 Minuten gültig, 2,20 Euro. Alle Richtungen, so viel ihr wollt, 90 Minuten gültig. So, ne? Wenn man die dann da reintut, wie in England, dann geht das auf. Dann könnt ihr fahren, wohin ihr wollt. Ich habe hier auch den Plan. Wir wollten ja zum Dom. Ne? Hier müssen wir dann aussteigen. Immer gucken, als Endziel im Teil, damit man in die richtige Richtung auch fährt. Mit M1 kommt man zu diesen ganzen Sachen. Gucken, wie das hier klappt. Hier dran halten. Oder auch nicht. Oder hier rein. Warum will er nicht? Irgendwie geht das nicht. Vorführeffekt. Auch nicht. Was muss, irgendwas passiert hier, keine Ahnung. Leute, da vorne haben wir gemerkt, da war er nicht digital, aber der hier ist digital, hat mir einer gerade vorgeführt, einfach dran halten. Jawohl, und wir können durchgehen. Gewusst wie, immer fragen, nicht verzagen. Jawohl. So, ich habe den nochmal gefragt. Wir sind also immer da, wo man, Rovereto, das sind wir hier. Ja, hier müssen wir nachher wieder aussteigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier ist der Dom bei 7. Ich glaube, da kommt er auch gerade schnell runter. Ich habe schon Angst gehabt, das wäre unser, aber nein, das ist der andere gewesen. Ja, der ist hier auf der Seite. Und dann müssen wir mal warten, auch von welcher Seite. Ah, da hinten kommt auch schon unser. Gut. Jawohl. Mit dem fahren wir jetzt zum Dom in Italien mit einem Metro. Jawohl. So, wie ihr gesehen habt, da oben stand es gerade noch mal, ja, Exit, und hier kann man alle Linien fast umsteigen, ja, wenn man sich nachher dann orientiert, wo man hin will, man kann alle Linien umsteigen. Da ich ja auch mit euch das erste Mal hier bin, bin ich mal gespannt, was uns da oben gleich erwartet. Ah, man kommt auch wieder nur mit diesen Tickets raus. Da muss ich auch wieder da, wo digital ist. Am besten hier, glaube ich. Ja, wieder Ticket davor halten, dann geht es auch wieder auf. So, dann probieren wir das mal. Mal gucken, hier dran. Jawohl, gelernt ist gelernt. So, da bin ich mal gespannt, wo es hier zu diesem Duomo geht. Da vorne habe ich das gesehen. Oh, läuft nämlich noch über. Da oben, da steht's. Duomo. Gut. Immer den Mädels hinterher, die wollen bestimmt auch zum Dom. Ach du Scheiße, man kommt direkt schon am Dom hier raus. Ja. Aber auch natürlich voll mit Gerüst und so. Ich muss ein bisschen weiter weggehen. Ey, hier herrscht ja richtig Leben, Leute. Oh, da wo ich war, da war ja gar nichts. Ja, jetzt sind wir an diesem berühmten Mailänder Dom. Das wolltet ihr doch sehen. Ich auch. Ja. So, erstmal orientieren. Das ist auch schon direkt die Stadt.
Ja, Fußgängerzonen sehe ich hier, Metros ohne Ende, Eingänge, Ausgänge. Oh Mann. Ich habe gedacht, es ist Sonntag und niemand ist da. Nein, die sind alle hier. Ja, das freut mich aber, dass ich euch das alles zeigen kann. Und im Gegenzug ich natürlich auch. Deswegen verfolgt diesen Kanal, wenn euch das bis jetzt gefallen hat. Daumen hoch, damit ich noch mehr so Reisen machen kann. Was nützt mir, dass ich fahre überall hin und keiner guckt sich die Videos an? Ihr wisst, was ich meine. Teilt das mit euren Freunden, euren Kollegen, damit die auch mal irgendwann mal, schaut euch das mal an, sowas sehen können. Wahnsinn. Zum Der Dom zu Mailand, italienisch Duomo da Milano, offiziell die Metropolitan-Kathedrale der Geburt der seligen Jungfrau Maria, italienisch Kathedrale Metropolitana della Natività della Vita Vergine Maria, 1, ist eine römisch-katholische Kirche in Mailand und die Kathedrale des Erzbistums Mailand. Der Fläche nach ist er eine der größten Kirchen der Welt, 1386 in gotischen Formen begonnen, war der Dom bei der Schlussweihe 1572 noch nicht vollendet und bekam erst ab der napoleonischen Zeit seine heutige Fassade. Leute, natürlich gibt es hier noch mehr zu erzählen. Das hier erinnert mich auch an den Triumphbogen. Sehr wahrscheinlich ist das auch einer oder den gibt es noch mal separat, hier mit dem großen Bogen. Natürlich habe ich die Stadt nicht studiert oder studieren können, ja. Aber auf jeden Fall, jeder macht hier Fotos, jeder macht irgendwas auf seine Art. Da laufe ich gleich auch mal rein, mal gucken, was da hinten los ist. Aber erst gehe ich mal mit euch so ein bisschen durch den Platz hier. Plaza del Duomo oder so heißt das. Und ihr könnt ja mal einfach mal schauen, anhalten, zurückspulen, euch das alles nochmal genießen. Ich gehe mal noch weiter weg. Ich habe schon Weitwinkel. Und der ist riesig, der Dom. Er scheint immer noch klein, kommt nicht aufs Bild. Hier, das scheint auch eine Sehenswürdigkeit hier zu sein. Und die ganzen schönen Mädels überall sind natürlich auch hier, damit sie schöne Instagram-Stories machen können. Ja. Natürlich auch hier Tauben ohne Ende. Ja. Man müsste mal so eine Zeitreise machen und mal zurückgehen, was das hier alles mal früher war, wie das alles mal aussah. Bei dieser Gelegenheit noch ein Info, schaut mal, die sieht man nicht. Bin gerade auch schon zweimal gestolpert, also wenn ihr hier seid, immer aufpassen, hier sind immer Stufen rum, ringsherum. Zweimal bin ich schon drüber gestolpert. Da sind auch diese Busse, mal gucken, vielleicht kann ich ja jetzt mit dem Bus mal mitfahren. Das wäre ja mal interessant. So Leute, weil heute Sonntag ist, passiert wohl nicht allzu viel hier. Aber mit diesen Hop and Off Drops, keine Ahnung wie die heißen, möchte ich aber auch mal fahren. Ja, dann kann ich glaube ich auf dem anderen Kanal alles noch besser erzählen. Mal gucken, wie man da dran kommt. So Leute, ich habe es mir mal angetan. Für 15 Euro. Letzte Tour, gerade noch erwischt. Wer weiß, ob ich das morgen schaffe. Bin mal gespannt, wo der uns langführt. Anstatt zu laufen, kann ich euch einfach mal so alles zeigen. Schaut mal, da ist sogar nur alte Straßenbahn. Hätten wir vielleicht, wenn ich zu Fuß wäre, nicht gesehen. Ich habe auch einen Kopfhörer bekommen, kann man hier dran machen. Dann kann man alles auch auf welche Sprache man möchte auch anhören. Also ich höre alles, was er erzählt. Im Moment nichts Wichtiges. Habe ich eingestellt auf Deutsch. Ja, nicht schlecht. Ah, live erzählt die Tante von unten auch ab und zu mal so Sachen. Oder? Nicht schlecht. Beste Idee forever, was ich gehabt habe heute. Jetzt wird auch Musik eingespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hören könnt.
So Leute, ich habe mich mal umgesetzt. Jetzt haben wir eine bessere Sicht von hier vorne aus. Dann schauen wir mal, was man so alles zu sehen bekommt. Ich höre gerade schöne Opernmusik. Schaut mal, was ich entdeckt habe. Ja, ein ganz altes, wenn das Baujahr stimmt, 1723, mit schönen Stromabnehmer. Nicht schlecht.
Leute, das sieht doch mal geil aus, oder? Ja, nicht die Tante da auf dem mit dem Bikini. Ich meinte, das Teil überhaupt. Leute, Istanbul Kebab darf natürlich nicht fehlen. Also verhungern werdet ihr hier nicht. Ja. Der Mailänder Dom ist die fünftgrößte Kirche der Welt. Er bietet Platz für bis zu 40.000 Menschen. Der Dom wurde von Legenden über 9 Generationen hinweg entworfen. Tausende von Künstlern, Handwerkern, Baumeistern und 78 Architekten aus ganz Europa arbeiteten 500 Jahre lang an diesem Bauwerk. So Leute, das hat sich wirklich gelohnt. Anstatt alles zu Fuß euch zu zeigen, hätte ich bestimmt 2 Tage gebraucht. So haben wir schon einiges gesehen. Aber das Wichtigste ist ja auch das Teil hier, wo wir wieder zurück sind. So, jetzt gehen wir vielleicht noch in die Stadt, ansonsten machen wir morgen weiter. So, ist ein bisschen abgekühlt. Ich hatte euch ja gesagt, ich will mal da durch diesen Tunnel gehen, da laufe ich jetzt mal mit euch da rein. Und wie gesagt, heute ist Sonntag, morgen geht es aber dann definitiv noch weiter. Bis so 10 Uhr, 11 Uhr habe ich noch Zeit und dann muss ich auch wieder zurück. Dann geht nämlich der Flieger. So, mal gucken, was auf der anderen Seite noch ist, laufe ich mal durch. Ja, ich bin jetzt mal durch diesen Tunnel hier hin und man kommt im Prinzip wie so eine Fußgängerzone, Einkaufspassagen, Einkaufen. Also wenn ihr hier seid, um zu shoppen, natürlich Italien, Mailand, Shoppingstadt pur. Ne? Müsst ihr euch mal gucken, wo was ist. Ich muss jetzt nicht da unbedingt rein und mir irgendwelche Geschäfte angucken, die es in Europa, in Deutschland auch überall gibt. Ja? Hier, das ist der Sightseeing-Turm, mit dem wir das ja alles schon hier erlebt haben. So, hier haben die so einen alten VW Käfer umgebaut, die machen da Musik. Aber das wollte ich euch auch noch mal zeigen, was wir vorhin ja aus dem Bus heraus sehen konnten. Jetzt ist er hier nochmal. Ja, die fahren hier tatsächlich hier noch rum. Die eine Tante, die hat das ja mal erzählt gehabt, davon fahren welche auch in, was sagte die, Los Angeles irgendwo, ne, San Francisco, sagte die, auch nochmal so viele rum. Geil. Aber bevor ich nach Hause oder beziehungsweise zum Hotel gehe, habe ich hier auch nochmal was entdeckt. Wirklich, man kann, keine Ahnung, was das jetzt ist, auch was Altes, wie ihr sehen könnt, ja, auch gar nicht weit weg vom Dom. Schaut mal da oben, nicht nach unten, nach oben, genau da. Da gibt es dann auch richtig schöne, so, wie die das da gemacht haben alles, ne? Und was das alles mal war. Einfach mal hier zwischen so eine, ja, eine ganz andere Welt auf der Seite wieder ein ganz anderes Welt. Und dazwischen, wenn man dann guckt, ich laufe mal mit euch mit. Boah, das Video wird wieder lang, Leute.
Ja. Dann könnt ihr sehen, dass der Dom einfach so dazwischen hier so zu sehen ist. Nicht schlecht, oder? Leute, ich habe mal einen Break gemacht. Ich habe einen guten Platz gefunden, weil heute auch noch Galatasaray spielt. Habe ich gesagt, bevor ich in ein Hotel gehe, kann ich eigentlich hier alles gucken. Direkt vor dem schönen Dom. Und Galatasaray führt 3-0. Und die werden sehr wahrscheinlich Meister. Wenn ihr das Video guckt, sind die schon Meister, so wie es aussieht. Leute, wenn ihr ein bisschen mehr Zeit mitgebracht habt, dann wartet, bis es hier so dunkel wird oder so dämmert. Schaut mal, die ganzen Lichter, die werden dann ganz anders. Vorhin war ja richtig hell mit der Sonne und jetzt auf einmal, wie ihr sehen könnt, ja, so richtig schön. Das wird nachher noch dunkler. Ich weiß nicht, ob der auch beleuchtet ist. Vielleicht kann ich auch noch ein bisschen warten, mal schauen. Und wenn ihr dann noch was essen wollt, direkt hier vorne, da habt ihr Bar Duomo. Auch sehr schöne Sachen hier, wie ihr sehen könnt. 22, 19, 27 Euro. Aber dafür habt ihr, wenn ihr hier sitzt, einen sehr schönen Blick auf den Dom. Und von der Seite auch nochmal, wie ihr sehen könnt, die Tische sind alle direkt hier hingerichtet. Die Leute sind am Essen und gucken dann natürlich hier auf den schönen Dom. So Leute, ich mache noch mal so eine Aufnahme, wie ihr sehen könnt, ja, vorne und hinten, und habe ich natürlich meinen richtigen T-Shirt auch an, deswegen habe ich den ja auch designt, wenn ich diese Europa-Tour hier mache. Ja, und jetzt ist es soweit, jetzt bin ich hier, wirklich toll. So, ich will ja wieder zurück, das gleiche nur jetzt rückwärts. Hier sind wir jetzt und hier müssen wir wieder aussteigen. Ich weiß nicht, was da hinten noch alles ist, aber da kann man auch noch aussteigen in S7, S8. Ja, aber hier steigen wir mal aus und gucken mal, was noch alles so zu sehen gibt da. So, wieder angekommen. Im Prinzip wie in England, wie in Frankreich. Wenn man das System einmal kennt, ne? Hier haben die sogar, wenn ihr mit dem Rollstuhl seid, einen Lift, den ihr dann hier so bedienen könnt. So, mal gucken, was mich da oben noch erwartet, aber das kennt ihr ja schon. Entweder mache ich morgen weiter oder ich finde noch was Geiles bei Nacht. Oder ich laufe wieder zum Bahnhof und guck mal, dass ich bei Nacht was aufnehmen kann. Das ist die gleiche Straße, wie ich auch vorhin losgelaufen bin. Ja, da ist ja das Hotel von mir. Vorhin war noch gar nichts, war nur alles hell. Und jetzt hoffentlich kann ich auch schlafen, weil ich, mein Zimmer ist zum Glück nicht auf der Seite, auf der anderen Seite. Ja, aber ich habe noch keine Lust jetzt zu schlafen. Wie gesagt, das hier ist das Hotel. Jetzt habt ihr das auch noch mal bei Nacht. Ah, Getränke brauche ich mir, wollte ich mir von draußen holen, aber da drin gibt es Getränke. Ja, super. Ne, also Essen, Trinken habt ihr direkt hier auch im Hotel, wenn ihr mal dieses Hotel hier bevorzugen solltet, wenn ihr mal hier seid. Aber ich habe mir das jetzt in den Kopf gesetzt, ich laufe nochmal bis zum Bahnhof und zeige euch das auch nochmal bei Nacht. Leute, wenn ihr euch mal verlaufen habt und ihr müsst zum Bahnhof, einfach mal gucken, wo laufen die Schienen lang. Wenn ihr seht, da oben sind die Schienen, immer geradeaus, und da ganz hinten sehe ich auch schon den Bahnhof. Ja. So, ich bin schon ein bisschen weiter gekommen. Hier sind die Eingänge, wenn die von da hinten kommen und hier auch wieder rausfahren, weil das ja ein Kopfbahnhof ist. So, und wenn ich da hinten bin, dann müsste ich auch wieder meine Reisebusse und so sehen, wie ich auch heute angekommen bin. Und dann schauen wir mal, wie das da aussieht bei Nacht. So, und da wären wir auch schon. Aber ich habe mir eigentlich mehr erhofft, dass da noch mehr beleuchtet ist oder so. Aber im Moment normale. Ja. Mal schauen. Das ist übrigens der, mit dem ich dann auch morgen zurückfahren werde nach Bergamo Airport. Ja, ich guck mal, ich lauf mal noch ein bisschen näher dran. Haupteingang. Vielleicht sieht es da besser aus. Also von der Seite bin ich ja schon mal reingegangen. Aber immer noch ganz normal. Tagsüber
sogar noch besser aus. Jetzt sieht man ja fast nichts. Aber es gibt ja noch den großen Haupteingang. Mal gucken. Vielleicht ist der beleuchtet. Abends ist auf jeden Fall angenehmer, kühler. Ne? Aber das Einzige, was schön beleuchtet ist, von der Seite. Kann sein, dass auf der anderen Seite auch noch was ist, aber das habe ich schon mal gefunden. Das sieht doch mal krass aus, oder? Deswegen bin ich extra noch mal dieses fast 2 Kilometer vom Hotel wieder zurückgekommen, um euch das noch mal zu zeigen. Tagsüber habt ihr ja gesehen, damit ihr das auch nachts noch mal sehen könnt. An beiden Seiten haben sie ja hier diesen, ja, was ist das? Ist kein Löwe oder so, der hier Wasser spuckt, ja? Aber ist auch kein Trinkwasser, sehe ich gerade. Sonst hätte ich mal einen Schluck genommen. Ich gehe mal gleich nur ein bisschen nach hinten, ob man da was sieht. Da ist ja eigentlich das Haupttor. Da oben oder da hinten, das ist wohl ein Hotel. Das haben die schön beleuchtet. Ja, an für sich wirklich toll. Ja. Tagsüber hatte ich das gar nicht wahrgenommen, dass diese Seite hier rechts und links Haltestellen für Busse sind. Ja. Wenn also welche zum Bahnhof müssen oder so, dann müssen die ja wohl hier anhalten, dann brauchen die nur rüberlaufen. Ja. Das heißt, wenn jetzt nachts nichts mehr kommt, dann sehen wir uns sehr wahrscheinlich dann morgen früh. Guten Morgen Leute, mein Frühstück. Wenn ihr wollt, habt ihr so ein Frühstück im Preis inbegriffen. Guten Morgen Leute, ich bin schon aufgewacht, wir haben erst 8 Uhr. Jetzt sind natürlich die ganzen Geschäfte, was man so braucht, auch alles auf. So, wie ihr sehen könnt, ja, die Leute stehen auch so langsam auf. Und ich mache mich jetzt mal auf den Weg wieder zum Bahnhof zu Fuß. Wetter ist noch ja, ein bisschen bewölkt heute. Mal schauen, ob sich das nachher nur legt. Und ja, das Problem ist, mein Flieger geht um 12 Uhr. Und wir haben noch nicht allzu viel gesehen. Vielleicht schaffe ich noch ein bisschen früher in Bergamo zu sein. Vielleicht kann ich euch da noch was zeigen. Wir fahren aber auf jeden Fall hier diese kleinen Straßenbahnen hier. Wir fahren hier durch die Gegend. Ja. So, ich habe mir wieder eine Karte geholt. Diesmal die grüne Linie. Jetzt wissen wir ja, wie das geht hier. Jawohl. Ich versuche mal ein paar Haltestellen immer zu fahren, auszusteigen, damit ich euch viel zeigen kann. Hier nochmal zur Orientierung. Ich habe jetzt ja die grüne Linie, wie ihr sehen könnt, grün. Und hier ist der Bahnhof zentral. Und da kann man die grüne Linie eben halt, wo man möchte, so lang fahren. Ich steige mal irgendwo da mal willkürlich aus. Zum Beispiel auch hier könnte man auch umsteigen. Dann kommt das wieder auch wieder hier vorne an. Um euch eben halt versuchen, viel zu zeigen. Ja, die Zeit drängt, die Zeit ist knapp. Ich bin jetzt mal Zentrales ausgestiegen. Das müsste jetzt eigentlich wieder der Bahnhof sein. Weil auf der Linie habe ich nichts gesehen, was uns interessieren könnte. Auch mal eine Info für euch, wenn ihr hier am Bahnhof seid und ihr wollt hier mit der U-Bahn fahren zum Dom zum Beispiel, gelbe Linie. Ne? Ich fahre jetzt mal hier mit, da war ich ja schon, dürfte jetzt nicht allzu weit sein. Ich will mal, also hier sind, wir sind ja hier zentral, Republika wäre die nächste, hier waren wir ja schon. Und wenn ich mal wüsste, wo hier was ist. So, da bin ich mal gespannt. Ich habe Angst, dass ich was verpasse, und zwar meinen Flug. Das wäre nicht so gut. Ich fahre mal 2 Haltestellen weiter. Dom waren wir ja schon. Mal gucken, was da zu sehen gibt. Und dann fahre ich schnell wieder zurück, weil die Zeit, die drängt. Eins, was mir nicht gefällt, zum Beispiel in Frankreich, haben die ja zum Beispiel, okay, man kann hier einsteigen, aussteigen. Sagen wir mal, wenn jetzt hier Moskau irgendwas Sehenswürdigkeiten wäre, hier als mit Braun. Beim Eiffelturm war das ja immer der Eiffelturm und Sehenswürdigkeiten. Selbst hier bei dem Dom gibt es nicht so ein Zeichen. Also für Leute, die von auswärts kommen, dass sie anhand von den Linien schon direkt wissen, zum Beispiel, ah, wenn ich hier aussteige, dann bin ich da und da. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, deswegen bin ich jetzt hier am gucken, was ist in den zwei Haltestellen. Vielleicht auch gar nichts, wer weiß. Jetzt an den Zügen ist die gelbe Linie, wie ihr sehen könnt. Und morgens Rushhour ohne Ende, voll. Also da ist überall voll, man kommt kaum irgendwo rein. Leute, ich bin mal einfach irgendwo ausgestiegen, wo die meisten aussteigen. Mal gucken, was mich oben erwartet. Ich weiß es selber nicht. Hoffentlich was Sehenswertes für euch. So, ich nehme euch live mit, damit ihr auch genau das seht, was ich sehe. Und wo sind wir? Ach du Scheiße. Irgendwo in einem Wohngebiet. Oder? Scheiße. Ja, irgendwo in einem Wohngebiet. Oder? Nee, schaut mal, doch. Sind wir gestern nicht hier lang gefahren mit dem Oberbus? Also ist nichts Besonderes. Ja. Wie gesagt, wenn da an den Haltestellen gestanden hätte, ja, Sehenswürdigkeit sowieso, dann hätte man das ja gewusst und wäre ich dann nicht hier ausgestiegen. Ich laufe direkt wieder runter, nimm eine Haltestelle später. So, im Eifer des Gefechts bin ich jetzt auf die andere Seite gekommen, wieder hier. Und ich fahre jetzt wieder zur Zentrale, Central Station, und warte auf meinen Bus zum Flughafen. Vielleicht kann ich ja in Bergamo da euch noch vielleicht was zeigen. Sonst wird mir das alles echt ein bisschen zu knapp, Leute. Müsst ihr verstehen, wenn ich den Flieger verpasse, dann ist scheiße. So, da können wir den auch mal mitnehmen. Hier ist kein Mensch. Boah, der bringt einen Wind mit sich. Wahnsinn. Geht's. So, da stehen schon die ersten Busse nach Bergamo Airport. Ja, einen von denen muss ich nehmen. Egal wie, egal wo, egal wann, egal wie teuer. Ich zeige euch nochmal, wie das geht. Hier einfach nur anstellen. Der Typ, da könnt ihr bezahlen. Auch noch 12 Euro immer noch im Jahr 2024 im Mai. Ich weiß nicht, wenn ihr euch das Video anschaut, ob es teurer wird. Auf jeden Fall wird direkt gescannt, damit man auch weiß, wie viele Leute hier drin sind. Dann geht das ruckzuck. Dann ist man drin. Ich habe es rechtzeitig geschafft, bin jetzt angekommen und kann mich orientieren. Düsseldorf, 13 Uhr, Band 12-13. Aber ich habe ja kein Gepäck. Geht, wird dann noch nachher gezeigt. Aber bis jetzt 13 Uhr, Abfahrt, und wir haben 10 Uhr, also alles noch im grünen Bereich. Bei der Gelegenheit kann ich euch so ein bisschen den Flughafen hier zeigen. Das sind hier die Bänder. Wenn ihr das gesehen habt, könnt ihr euch dann orientieren, welchen Band ihr einchecken müsst, beziehungsweise die Koffer abgeben müsst. Und ihr könnt das natürlich auch hier so selber machen, so Self-Backdrop. Die haben hier auch ein, wie ihr sehen könnt, eine Waage. Könnt ihr dann euer Koffer und dann einfach einchecken. Steht alles hier drin. WCs haben die auch direkt ganz hier am Ende. Hier runter in dem Keller. Da ist sehr schöne WCs. Ohne Gebühr. Ich habe ja 13. Da vorne steht auch Düsseldorf drauf. Sind auch schon welche. Aber die können noch nicht aufgeben. Ja, und alles andere wie in jedem Flughafen erklärt sich eigentlich von selbst. Ihr könnt hier was essen, trinken, natürlich überteuert, auch hier in Italien auch alles, ja, normal, sag ich mal, wie an Flughäfen, so teuer. Dann, wenn ihr noch Geld habt oder übrig habt oder so, könnt ihr dann auch noch wechseln und dann zum Check-in hier durch diese Gates. Und dann seid ihr auf der anderen Seite und dann erzähle ich euch später, was auf der anderen Seite ist. Ja, hier sieht schon mehr, also hier ist mehr los, wie ihr sehen könnt. Ja. Deswegen am besten immer früh genug hierher kommen. So, Sicherheitskontrollen bin ich auch durch, alles gut gegangen. Und hier habt ihr noch mal so einen Blick
ja, kann man nicht so ganz sehen, Bergamo hinten die Stadt. Da kommt auch schon der nächste Flieger hier rein. Ja, jetzt muss ich nur noch auf meinen warten. Ich bin nicht bei Ryanair, sondern auf der anderen Seite. Aber ich habe das gerade hier so gesehen, damit ich euch das aufnehme. Aber ist ein sehr schöner, schnuckliger Flughafen. Mit ganz vielen Sachen, auch für Kinder und zum Essen, zum Trinken. Alles da. So Leute, ich bin wieder zurück in Germany, in Düsseldorf Airport. War schön. Mir persönlich hat es Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob euch das auch Spaß gemacht hat. Wenn ja, könnt ihr das ja mit einem Daumen hoch, mit einem Abo dalassen. Und damit ihr nächstes Mal auch noch benachrichtigt wird, wenn neue Videos kommen, auch noch die Glocke aktivieren. Und schon seid ihr dabei nächstes Mal, wenn es wieder heißt Mehmet OE auf Reisen. In diesem Sinne, macht's gut. Bis in einem anderen Video. Euer Mehmet OE. Ciao, Leute.